Meine Neuzugänge, Neuzugänge. 2010, nein, 18. Juli, Juli. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen. 18 Spiele, nein, Filme, 2 Spiele, Ladies and Gentlemen. Meine Neuzugänge Juli 2018. Halleluja! Halleluja! Die Zeit vergeht so schnell wie Vogel, guck. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Die Zeit vergeht so krass, wirklich, wie im Flug. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde älter. Aber gut, ja, 18 Filme, 2 Spiele, was ich euch diesen Monat zeigen will, was ich gekauft habe. Manche habe ich gesehen. Habe ich gesehen? Habe ich gesehen. Ich glaube, fangen wir mal an mit einem Film, der so alt ist wie Boris Becker. 1968, 2001, Odyssee im Weltraum. Ja, wie ist dieser Film? Also ich habe bezahlt 12,90 Franken. Ja, also ich muss sagen, die ersten 40 Minuten sind Planet der Affen. Genau, sind Affen, wirklich affenstark, wie man hier sieht. Kongo, nein, nicht hier. Hier, Kongo ist am Tanzen. Hochzeitsnacht, glaube ich. Was soll ich sagen? Es gibt nicht viel zu sagen, weil man könnte denken, das ist ein Stummfilm. Niemand hat was zu sagen. Und diese langen Szenen. Er guckt dort. Dann guckt der andere. Und dann, weil... Ich meine, Nosferatu im Stummfilm hat mir gesagt, und der Film dauert 300 Stunden, nein, 148 Minuten. Aber ich habe gedacht, ich habe gerade eine Staffel von einer Serie angeschaut. Es hat sich so gezogen, wirklich. Wäre ich schwanger, wäre ich im 5. Monat. Also ganz krass. Man muss es mal gesehen haben, sollte ein Meisterwerk sein. Hat so krasse Bewertungen bekommen. Aber im Jahr 2018, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hat schon Spaß gemacht. Die Atmosphäre und so, Weltraum so. Und dann andere macht so. Problem ist, 30 Minuten diese Szene. Es hat sich so gezogen, wirklich. Es hat sich so gezogen, wirklich. Ja, also diese langen Szenen hat so gezogen, egal, ich will den Film jetzt nicht schlecht machen, nur wer auf Planet der Affen steht, die ersten 40 Minuten, ja, Planet der Affen und dann kommt Weltraum. Ja, und natürlich, nachdem ich diesen Film angeschaut habe, musste ich natürlich den zweiten Teil auch haben. Noch einmal eine Staffel. Noch einmal 300 Stunden. Nein, nein, nein. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Nur die ersten 10 Minuten. Und dann, ich weiß nicht, was passiert ist. Musste ich gehen. Telefon bekommen, hallo? Okay. Und dann bin ich raus. Ja, und dann konnte ich nicht weiter gucken. Ich muss mich motivieren. Und dann gucke ich den zweiten Teil auch. Ich rede über 2010. Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Aha, Kontakt. Er sagt, hier guck. Da steht Kontakt. Das bedeutet, da werden sie mehr reden. Und es wird auch mehr passieren. Definitiv ist mehr passiert als beim ersten Film. Ja, wie heißt dieser Schauspieler von Der Weiße Hai? Keine Ahnung, wie er heißt. Ahmed oder Mehmet. Ich glaube, Rob Schneider, Rob Reiner. Ist Deutsche. Keine Ahnung, es steht nicht. Komisch, steht nicht. Ja, das ist dieser Film 2010, Kontakt aufnehmen. Ja, mal gucken. Ich werde sehen. Also die ersten 10 Minuten, die haben mehr geredet als im ganzen Film vom ersten Teil. Aber wie gesagt, es ist halt, ja. Mal gucken. Ich freue mich auf den Film. Ja, ich habe bezahlt dafür 13,90 Franken. Und dann kommt noch so ein Meisterwerk.
Ein Film von Steven Spielberg, einer meiner Lieblingsfilmregisseure. Ich mag ihn sehr, aber das war noch seine Jugend, ne? Seine ersten Filme, glaube ich, weil dieser Film ist so alt wie meine Großmutter. Nein, ist nicht so alt wie meine Großmutter, aber ist so alt wie meine Mutter, glaube ich. Ein Film von Steven Seagal, nein, Spielberg, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Ja, ich habe bezahlt 11,90 Franken. Wie ist dieser Film? Jetzt, ihr fragt mich, hast du geschaut? Dann muss ich sagen, ja, leider. Ich kann nicht sagen, nein, weil ich muss sagen, weil es ist offen. Ja. Ich kann nicht gerade lügen. Nein, ich lüge nie. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ob ich ihn geschaut habe. Ja, auch langweilig. Für damals vielleicht schon krass, wenn die Untertassen fliegen. Aber heute im 2018, es hat sich gezogen. Wie alt muss ich jetzt auch sagen, weil ich es gesagt habe. Laufzeit 137 Minuten und der Film ist wirklich alt. Also ich glaube 70er Jahre. Wieso steht sowas nicht? 1977 steht da. Wenn nicht, dann gelogen. 1977, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Also Leute, diese Filme sind alt, ne? 100 Jahre. Ist schon schön, vielleicht damals waren sie gut, aber jetzt, ich weiß nicht. Also empfehlen würde ich sie nicht, aber man sollte es angeschaut haben, das schon. Aber ob er wirklich so gut ist, wie in den Bewertungen, ich weiß nicht. Was habe ich da? Ja, weiter geht's. Dann kommt ein Film. Nein, es kommt etwas anderes. Nein, es kommt ein Film, ein griechischer Film. Ja, ich liebe Griechen. Ich als Türke, ich liebe Griechen und Hellas. Und jetzt, dieser Film ist sehr, wie sagt man, kontrovers. Kaputt, krank. Meine Tastaturen will ich euch jetzt zeigen. Nein, ich werde euch meine Tastaturen nicht zeigen. Wer diesen Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Doctor. Dieser Film, Doctor, naja, ein sehr spezieller Film. Dazu, was soll ich sagen? Es ist ein Pornofilm, was kein Pornofilm ist. Genau, das passt irgendwie. Es ist ein Pornofilm, wo kein Pornofilm ist. Ja, also es weiß nicht, was es ist. Und es hat so viele, guck mal, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wenn du nicht lesen kannst, ich lese für dich. Cannes Festival Winner. Montreal Festival of New Cinema Winner. Sarajevo, oh, Bosnien. Festival Winner. Ja. Stockholm. Oh, Schweden. Dublin. Welches Land ist das? Dänemark. Nein. Ja, und es ist ein sehr spezieller Film. Was soll ich sagen? Also wirklich, es war unterhaltsam. Weil es nicht normal ist, weil es krank ist, kontrovers. Es gibt ja diese Filme, wo scheiße sind und trotzdem unterhalten. Ein Film muss nicht gut sein, damit es mich unterhält. Ist das wirklich so? Ja, wirklich. Bei diesem Film, der Film ist nicht gut, definitiv, aber es hat mich unterhalten. Also, ja, was soll ich sagen? Kann ich empfehlen? Nein. Aber man sollte es vielleicht mal geschaut haben, damit man denkt, was ist das? Ja, ich habe bezahlt 14,90 Franken. Okay, gut, dann kommt Mother. Ja, ein Film, naja, habe ich leider auch schon gesehen. Dafür habe ich bezahlt 11,90 Franken. Ja, Leute, also ganz ehrlich, das ist nicht meine Lieblingsschauspielerin, mit Abstand nicht. Und dieser Film ist so verwirrend. Wirklich, irgendwo im Film denkt man, also was habe ich jetzt gesehen, was habe ich angeschaut? Und wisst ihr, wenn ein Film nicht so gut ist oder nicht so spannend, dann man vergisst, was man gesehen hat. Man denkt, ja, was ist bis hier gekommen, ja. Ja, also man muss diesen Film vielleicht 2-3 Mal anschauen. Es steht spannend, überraschend und schockierend bis zum Schluss. Ja, es hat mich schockiert, aber nicht der Film, dass ich das durchgehalten habe. Ja, also extrem langweilig. Also dieser Film, das, was ist das? Doctor. Ja, Doctor. Grieche. Yunan. Ja, dieser Film ist definitiv schlechter als dieser Film. Aber wenn du mich fragst, dieser Film ist schlechter als dieser, genau. Aber wenn du mich fragst,
was würdest du kaufen? Würde ich das sagen. Das ist genau das, wirklich. Weil das unterhält mehr. Ne? Und was das? Ja, und manche haben geschrieben, Bewertungen so, Leute haben ihre Meinung gesagt, voll gut, ey, voll spannend, voll, ja, cool und so, fast cool. Ja, fast. Also, ja. Aber macht euch ein eigenes Bild, vielleicht habe ich ja keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja keine Ahnung. Kann sein. So, jetzt kommt ein Film, was ich mal gesehen habe und in schlechter Qualität und so. Ja, vor Christus, also ist lange her, aber ja, ich weiß noch, dieser Film hat mir viel Spaß gemacht und ich habe es ziemlich günstig gekauft, wenn man bedenkt, ich glaube, das ist das günstigste Film, den ich je gekauft habe, außer diese Filme aus Mediamarkt, für 5 Franken. 97 habe ich bezahlt für Disturbia. Ich mag diesen Schauspieler eigentlich, außer diese Transformers-Filme, kann ich nicht haben. Ja, der ist nicht schlecht, glaube ich, der ist ziemlich spannend, unterhaltsam. Aber ist lange her, deswegen, ich weiß nicht. Also, ja, um was geht es? Das Fenster zum Hof, 2007 und, ja, Kleber, ich kann nicht lesen. Auch Killer haben Nachbarn. Toll, 97, kann man nicht viel falsch machen. So, und jetzt begrüße ich die liebe Britney. Britney, ihr Lieblingsfilm, sie hat mich bedroht, dass ich das kaufen muss. Und ich habe es gekauft. Welcher Film ist das? Ich habe bezahlt 12,90 Franken. Ja, also, ich mag Bruce Willis. Pulp Fiction und The Sixth Sense, ja. Ich mag Bruce Willis definitiv. Ich mag den Schauspieler eigentlich. Außer diese Actionfilme, so muss ich mal schauen, aber ja, diese hart sterben, Hardcore, stirb hart, stirb langsam, stirb schnell, stirb schneller. Ja, diesen Film habe ich noch nicht gesehen und ich mit 26, 25, ja, 20 Jahre später steht drauf, okay. Ladies and Gentlemen, das ist ihr Lieblingsfilm. Die liebe Britney Room, meine Mod und Schneiderin und alles, ja, die schneidet das fünfte Element. Und jetzt muss ich natürlich sagen, wie ich den Film finde. Chris Tucker mag ich nicht. Ein paar Szenen mit ihm in dem Film, das war so viel, das war zu viel, seine Art. Ne? Also diese Aufdringlichkeit und diese, ich weiß nicht, da war so ein Vogel, also es gibt viele Vögel, aber das war ein richtiger Vogel, ja. Der hat den Film richtig runtergezogen, finde ich. Ja, ich weiß nicht. Ich mag den Schauspieler, glaube ich, nicht so, habe ich jetzt gemerkt. Chris Tucker heißt er. Wisst ihr, was ich nicht mag, wenn man diese Komödie versucht, in dich reinzupressen? Ja, das ist scheiße. Dieser Film wäre definitiv besser gewesen, wenn dieser Vogel nicht mitgemacht hätte. Ja, mir hat der Film nicht so gut gefallen, muss ich zugeben. Ja, sie hat gut gespielt. Wo? Da. Mila, wie heißt die Mia? Mila? Mila Jovovich. Ja, und Gary Oldman, auch geiler Schauspieler, aber... Ja, ich weiß nicht. Man muss es vielleicht in der Sammlung haben, aber ich habe den Film jetzt nicht so toll gefunden. Tut mir leid, Britney. Ja. Okay, ich habe bezahlt 12,90. Dann ein Film, was ich damals angeschaut habe, vor 50 Jahren, 20, wie lang? Wann ist das rausgekommen? Ja, die Geburtsstunde des Found-Footage-Horrors und ein absoluter Klassiker um die Legende der Blair Witch Project. Ja, ganz ehrlich, damals, wo ich den Film angeschaut habe, habe ich ihn scheiße gefunden. Und jetzt, ich musste ihn haben, damit ich ihn in der Sammlung habe. Er war nicht schlecht, wenn man sich darauf einlässt. Ja, wirklich, wenn man sich darauf einlässt. Aber will man sowas machen? Willst du dich wirklich darauf einlassen, wenn du einen Film guckst? Ja, man will doch Unterhaltung, man will, dass man Spaß hat. Für das guckt man ja Filme. Aber willst du, ja, ich vorbereite mich. Leg ihn rein! Ich weiß nicht. Als ich den reingetan habe, habe ich gedacht, Brock, ja, sei stark. Der Film ist nicht so gut und hat ziemlich scheiß Kritiken. Aber manche haben diesen Film 100 Mal geschaut.
habe ich im Internet gelesen. Oder YouTuber. Manche sagen, welche Filme hast du am meisten gesehen? Ich gucke jedes Jahr zweimal Blair Witch Project. Ja, habe ich auch gesehen. Oder manche, ne? Ja, diesen Film habe ich 87 Mal gesehen. Er ist ziemlich gut. Ich kann immer wieder gucken. Ja, es sind zwei, drei Studenten, die diesen Film produzieren. Es hat Spaß gemacht. Aber, naja, ich will jetzt nicht spoilern. Wenn ich etwas sage, dann muss man den eh nicht mehr gucken. Aber gut, der Film ist auch nicht so neu. Aber ja, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, na, hin, ausschalten. Und ja, war nicht schlecht. Ich habe bezahlt 13,90. Wow. So. Dann kommt Ladies and Gentlemen, ist ein neuer Film, ist noch eingeschweißt, habe ich ihn noch nicht gesehen, Blair Witch. Ja. Ich habe bezahlt 10,90 Franken. Keine Ahnung, wieder verschiedene Meinungen zu diesem Film. Manche sagen, es ist voll gut, ey. Und andere sagen, was ist das Scheiße? Ja, wirklich. Und ja, Geschmäcker sind verschieden, aber so verschieden, krass, ne? Es hat so ein spezieller Film. Ja. Ich mag eigentlich diese Found-Footage-Filme nicht. Beweg dich nicht! Was machst du? Was machst du? Was ist das? Meine Großmutter hat... Meine Großmutter hat solche Hände. Und sie würde gerade halten. Ich verstehe sowas nicht. Wisst ihr, das soll ja lustig sein. Das soll ja den Film spannend machen. Diese Found-Footage so. Geht das? Geht das? Ich finde nicht. Das macht wirklich, man bekommt Augenringe. Gut, aber ja. Gut. So, weiter geht's. Dann kommt, Ladies and Gentlemen, den ersten Teil. Habe ich immer noch nicht gefunden auf Blu-ray. Wieso nicht? Wieso nicht? Nein, ohne Scheiß jetzt. Nicht mal auf Mediabook, nicht mal für 100 Euro. Oha, 100, nein, nein. Nicht 100, nein, nein. Aber ich, wirklich auch nicht für 100. Ich habe geschaut. Ich würde den ersten Teil gerne haben. Den zweiten und dritten kann man... gibt's wie Sand im Meer. Nein, Sand im Strand. Ja, ist so. Den ersten Teil, ich liebe diesen Film. Hallo Sisi, willst du heute Abend sterben? Nein, komm morgen, ich habe heute zu tun. Ja, Scream 4. Ich habe bezahlt 13,90. Viele haben gesagt, der vierte Teil ist am besten. Also nach dem ersten Teil. Zwei war auch gut, dritter ein bisschen schwach. Ja, dementsprechend habe ich natürlich auch mehr erwartet von dem Film. Und ich muss sagen, macht schon Spaß, ja, aber wenn man es vergleicht mit dem ersten Teil, kann man nicht vergleichen. Ja, also der erste Teil hat mir viel besser gefallen. Aber gut, ja, muss ich den zweiten, dritten auch noch holen. Ja, und ich hoffe, den ersten finde ich irgendwann mal in den Sternen. So, Ladies and Gentlemen, jetzt kommt ein neuer Film, glaube ich. Keine Ahnung, wie neu. Steht gar nicht. Ja. Krampus. Ich habe bezahlt 17,90. Schon viel, oder? Naja, 17,90 und hat Spaß gemacht. Aber ich finde... Er hätte mehr Potenzial, ne? Der Film ist gut, aber er hätte besser sein können. Klar, das kann man bei jedem Film sagen. Aber hier habe ich wirklich ein bisschen mehr erwartet. Also die Schauspieler waren sympathisch, glaube ich. Ja, und ja, ich weiß nicht. Ich sage jetzt lieber nicht viel, aber so wie die anderen sagen, ey, voll gut, ey. Ja, war gut, okay, aber ja. Also 17,90. So, dann ein Film, wo krasse Bewertungen bekommen hat auch. Ja, ich gucke immer die Bewertungen an. Meistens nicht nur eine natürlich, mehrere. Und dann überlege ich, ja, soll ich kaufen? Ist halt so, wenn man arm ist, ja, dann guckt man halt. Wenn man Millionär ist oder viel Geld hat, dann sagt man, ja, ich kaufe mir und dann mache ich mir ein Bild. Ist halt so. Ja, und bei diesem Film, der hat wirklich gute Bewertungen bekommen. Ist ein österreichischer Film. Ich sehe. Ich habe bezahlt 19,90 und der Film macht Spaß und ganz am Schluss passiert was, wo man dann
den Film nochmal einen Tick besser findet. Also es kann gut sein, dass man ihn jetzt so anschaut und nach, sagen wir mal, nach 40 Minuten, es wird auch nicht viel gesprochen, geredet, nach 40 Minuten denkt man vielleicht, okay, also wo 5 Sterne, 5 von 5 oder 4,5 von 5 Sterne, aber wo hast du gegeben, für was hast du gegeben, ja? Dann überlegt man, nach 40, 50 Minuten denkt man so, ja, der Film ist okay, hat mega viel Spannung, man will weiter wissen, wie es weitergeht, aber dann denkt man, so gut, ja, es ist ein österreichischer Film, ja, so denkt man, nach einer Weile denkt man wirklich so, und ganz am Schluss, wenn das passiert, was passiert, dann denkt man, ah, deswegen, dann nimm einen Stern noch extra. Ist immer schwierig, ne? Immer schwierig. Empfehlen, wenn es günstiger ist, okay, die Filme in der Schweiz wirklich von Nase kommt. Ja, man muss halt bereit sein, ne? Und ganz am Schluss dieser Twist, wo passiert, sagt man so, Twist? Ja. Wenn das passiert, dann denkt man, okay, oh, ist nicht schlecht. Ist eigentlich ein guter Film. Ja, aber wo sind die 50 Minuten von meinem Leben? Wo sind sie? So. Gut. So, dann kommt, Ladies and Gentlemen, The Devil's Reject. 17,90 habe ich bezahlt für diesen kranken, nichts für schwache Nerven. Hier geht's ans Eingemachte. Ja, das ist ein Film, entweder man mag es oder nicht. Das ist doch ein Rob-Zombie-Film. Und diese Frau, diese Blondine, das ist doch die Frau von Rob Zombie. Also ganz ehrlich, es war unterhaltsam. Aber bei Rob Zombie Filmen habe ich jetzt in letzter Zeit so viele Filme von ihm gesehen. Ja, viele Szenen so unnötig. Aber mega. Also wirklich, ich weiß auch nicht. Ja, also mir hat der Film schon gefallen, aber es kommt ein bisschen billig, ja, irgendwie. Es ist so, ich weiß auch nicht, ja. Empfehlen würde ich ihn natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu dem Film, wirklich. Ist ein komischer Film, ist ein bisschen billig gemacht, irgendwie amateurhaft, irgendwie. Aber viele lieben diesen Film. Und es ist wirklich ein Film, entweder man findet ihn voll gut, oder man sagt, was ist das für ein Schrott? Noch nie habe ich gesehen. Ja, das ist wirklich genau so ein Film. Aber gut, ja, ihr müsst euch halt ein eigenes Bild machen. Mir hat der Film gefallen eigentlich, aber jetzt erwartet auch kein großes Kino. So. Dann kommt, Ladies and Gentlemen, ich mag diese Schauspielerin mega, mega. Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, definitiv. Und dieser Film ist krass. Also diesen Film kann ich euch empfehlen, definitiv von Herzen. Ich liebe diesen Film, ich liebe diese Schauspielerin und diesen Schauspieler mag ich auch ziemlich gut. Und es geht um Misery. Ja, Hammer. Das habe ich mir überlegt, ob ich das Mediabook hole für 52 Franken. Da habe ich gedacht, ja, guck, ist schon schön Mediabooks, aber 52,90 soll ich bezahlen für ein Mediabook und für Amari, sagt man so, Amari? 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 Ja, kostet es 17,90. Ja, ist schon viel, ne? 52, also in der Schweiz zu leben, ja, die Filme sind definitiv zu teuer, kann ich euch sagen, wirklich. Und ja, also geiler Film, so jetzt habe ich überlegt, Mediabook zu holen, aber ja, ich weiß nicht, ist zu viel, ist zu teuer, was ist das denn? Bei diesen Horrorfilmen, okay, es gibt zum Beispiel diese Horrorfilme, wo man auf Blu-ray nicht findet, also Blu-ray, Amari nicht findet, okay. Würde ich sagen, gut, kauf, anders geht's ja nicht. Aber hier, ne, wenn das hier 17,90 kostet und hier 42, ja, dann nehme ich lieber das. Ist so, leider ist so. Ja, kann ich wirklich empfehlen, geiler Film. 5 Sterne habe ich gegeben, 5 von 5. Ja, Hammerfilm, wirklich. So, dann kommt ein Film, wo ich wegen Britney Ruhm gekauft habe, weil sie sich den Film auch gekauft hat. Der König der Löwen. Habe ich zum ersten Mal im Kino gesehen, als ich noch ein Kind gewesen bin. Ja, und jetzt habe ich es auf Blu-ray, habe ich letztens angeschaut.
Diamond Edition. Ja, das ist auch noch sowas. Ich habe bezahlt für das 15,90. Ja, und jetzt kommt diese Disney Classics, ne? Hier steht ja Diamond Edition und es gibt dann noch diese Disney Classics Editionen. Was ist der Unterschied? Der kostet bei uns in der Schweiz 15,90 und dieser Disney Classic kostet 21,90 oder 26,90. Die spinnen, Alter. Also für ein normales Armari soll ich 6 oder 11 Franken mehr bezahlen? Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich echt nicht. Der Film ist natürlich sehr gut. Anscheinend für die meisten ist das der beste Zeichentrickfilm oder Animationsfilm, keine Ahnung. Ja, hat Spaß gemacht natürlich. Den zweiten und dritten Teil wollte ich dann auch. So. Dann kommt Die Schöne und das Biest. Habe ich damals auch, als ich klein gewesen bin, im Kino angeschaut. Ja, ist auch ein schöner Film. Ist noch eingeschweißt. Muss ich natürlich nochmal anschauen. Ist ziemlich lange her. Keine Ahnung, wie alt ist dieser Film? Steht das? Naja, egal. Ist nicht so schlimm. Ja, keine Ahnung. Ist schon lange her, ne? Ja, diesen Film kann ich auch empfehlen, falls ihr solche Trickfilme mögt. Auch Diamond Edition, aber auf das gucke ich nicht, muss ich zugeben. Ich kaufe einfach, was günstiger ist. Ja. Die Disney Classics sind in Deutschland günstiger, glaube ich, und bei uns teurer und umgekehrt. Naja, okay, gut. Weiter geht's. Ein Film, den ich definitiv empfehlen kann, macht auch mega viel Spaß mit Robin Williams. Figaro, Figaro. Mrs. Doubtfire. Ja, Hammerfilm. Den müsst ihr unbedingt gucken, Leute. Der ist wirklich super. Der liebe Robin Williams. Einer meiner Lieblingsschauspieler auch. Schon traurig. Ja, dass er gestorben ist. Naja, über das will ich jetzt nicht reden, aber gut. Guter Film, Hammerfilm. Kann man sich immer wieder geben. Ich habe dafür 16,90 bezahlt. Ich habe hier ein bisschen durcheinander, obwohl ich so genau geschaut habe und 18 Filme. Trotzdem, aber gut. Noch ein Film und den kann ich euch auch empfehlen, obwohl manche ihn klischeehaft finden, kitschig finden. Ja, gut. Also mir hat er gut gefallen. L.A. Crash. Ich habe dafür bezahlt 12,90. Ja, super Preis, finde ich. Hat ja auch 3 Oscars gewonnen. Bester Film, bester Schnitt, bestes Originaldrehbuch. Gute Schauspieler sind dabei. Ich werde jetzt nicht die Namen lesen, weil, ja, so ohne Wendecover. Ja, diesen Film kann ich euch empfehlen. Macht Spaß. Definitiv. Also mir hat es Spaß gemacht. Und ist auch, wie lange dauert der? Schau ich mal. 112 Minuten. Gut. Nun, Ladies and Gentlemen, noch 2 Spiele. Das eine, FIFA 18. Habe ich bezahlt, 39,90. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso kaufst du dir FIFA 18? In 2 Monaten kommt FIFA 19. Aber ja, ich habe es gekauft wegen dieser Journey-Karriere, damit ich die mal spielen kann. Ja, und dann diese Kampagne, ja, von dem Spieler. Ja, ich habe es letztens gespielt, FIFA 18, und ich muss sagen, es ist so träge, also ich weiß nicht, die bewegen sich ja kaum. Und ich finde das auch scheiße, wenn Messi, für mich der beste Spieler, Fußballer, wenn er gleich schnell ist, einen arabischen oder chinesischen Spieler nicht locker dribbeln kann. Die wollen natürlich realistisch machen, aber ich weiß nicht, das ist so träge und so, ja, also ich weiß auch nicht. Früher hat irgendwie FIFA mehr Spaß gemacht. So, und dann noch das letzte Spiel, Skyrim, Spezialedition. Ich habe bezahlt 32,90 und ja, Leute, es ist so, ich habe dieses Spiel jetzt auf dem PC, Nintendo Switch, habe ich es auch. Wie viel habe ich bezahlt? Ich will gar nicht darüber reden. Und jetzt habe ich es noch für die PlayStation 4 geholt. Ich habe es geholt, nur weil ich jetzt in der Türkei, also ich bin jetzt noch hier, aber wenn ihr das Video seht, bin ich in der Türkei. Bodrum? Bodrum? Ne? Ja, und da werde ich das dann streamen, hoffentlich, wenn ich noch gesund bin. Und ja,
dann werde ich das streamen und spielen. Nintendo Switch kann ich ja nicht streamen in der Türkei, weil ich kein PC habe und so, ja. Gut, Skyrim geht immer. Ich liebe Skyrim. Skyrim, ja, legendäre Streams. Ja, das Spiel kann ich euch empfehlen. Ja, das muss ich auch noch sagen. Hammerspiel. Ein Spiel, wo gar nicht alt wird, ne? Das kann man immer wieder spielen. Es ist wirklich so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergisst nicht zu liken, disliked, abonniert, deabonniert, wie ihr Lust habt, wenn es von Herzen kommt. Und ja, ich habe jetzt so viele Videos gedreht. Jetzt habt ihr genug Videos, wo ihr gucken könnt. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Die Likes und so. Ich bedanke mich. Wird immer besser. Und wir sehen uns. Bleibt gesund und macht's gut.